Sehr geehrter, lieber Herr Generalkonsul Fong, liebe Mitglieder der chinesischen Community in Düsseldorf, ich kann mir vorstellen, viele von Ihnen sind in großer Sorge wegen der Ausbreitung des Coronaviruses in China. Möglicherweise sind Mitglieder Ihrer Familie betroffen, möglicherweise haben Sie Angehörige in der besonders stark betroffenen Metropole Wuhan. Ich darf Ihnen versichern, wir in Düsseldorf teilen diese Sorge, aber wir stehen auch in Solidarität zu Ihnen, den Mitgliedern der chinesischen Community und natürlich auch zu unserer Partnerstadt Chongqing, in der ebenfalls bereits einige Fälle von Betroffenen vom Coronavirus gemeldet werden. Was mir Sorge macht in Düsseldorf ist, dass es offenbar eine gewisse Hysterie gibt, die dazu führt, dass Menschen generell Angst haben, Kontakt mit Ihnen, mit Chinesinnen und Chinesen zu pflegen. Ich halte das für völlig falsch. Ich weiß ganz genau, es gibt in Düsseldorf keine Betroffenheit. Ich möchte hier auch ein deutliches Zeichen der Solidarität senden. Die Chinesinnen und Chinesen, über 6.000 Menschen, die hier in Düsseldorf wohnen, gehören zu Düsseldorf. Sie sind Teil dieser Stadtgesellschaft und wir wollen sie selbstverständlich als Teile dieser Stadtgesellschaft ohne Vorurteile und selbstverständlich auch ohne ungerechtfertigte Befürchtungen wollen wir sie teilhaben lassen hier am Leben in Düsseldorf. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir sind hier in der Stadtverwaltung gegenwärtig dabei zu prüfen, welche Möglichkeiten der direkten Solidarität, der unmittelbaren Hilfe es gibt, wie wir unserer Partnerstadt Chongqing beistehen können, ob es irgendwelche Möglichkeiten von Hilfslieferungen, von medizinischen Artikeln gibt, mit denen wir Chongqing helfen können. Für unser Zusammenleben in Düsseldorf aber ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir ein deutliches Zeichen setzen. Wir gehören zusammen, niemand wird ausgegrenzt. Wir wissen ganz genau, es besteht hier in Düsseldorf keine Gefahr. Ich werde das auch allen Menschen in Düsseldorf sagen. Bitte keine Diskriminierung von Menschen aus China. Betroffen sind auch andere Nationalitäten aus Südost- und Ostasien. Wir gehören zusammen und wir stehen in Solidarität, gerade auch in dieser schwierigen Situation, zu unseren Freunden. 更多精彩尽在中国新闻网客户端。